So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Meine Sammelmappe der Lego Nexonize Serie 2 ist noch nicht voll. Deswegen habe ich mir mal wieder ein Multipack gegönnt. Und warum? Dort ist die limitierte Karte LE10 drin. Deswegen habe ich es mir gegönnt. Und natürlich, weil er keine anderen Multipacks hatte. Deswegen habe ich mir die LEC gegönnt. Ich habe sie ja schon mal angeboxt. Aber nichtsdestotrotz ist das ja günstiger. Ein Multipack kostet 4,99 €. 5 Booster, eine limitierte, Toppreis. Aber jetzt schauen wir trotzdem mal rein in die Boostertütchen. Und ich hoffe natürlich, dass ich meine Sammelmappe endlich vervollständigen kann. Und ihr wisst ja, hier zählt das, was immer an meinen Videos zählt. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und ob ihr sie selber sammelt. Und ja, es sind Lego-Booster. Das bedeutet, nur an Tesafilm fest. Und das ist richtig cool. Na, wenn man Tesafilm abkriegt. So, und hier ist sie. Die LE10. Also, jetzt wisst ihr, wo es die LE10 gibt, nämlich in einem Multipack von Lego Nexonize. Silikon, oh, zwei Stücke sind noch dran. Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass ich in meine Booster hochwertige Karten finde, vielleicht auch Ultras. Und natürlich, dass ich meine Sammelmappe voll kriege. Das ist viel wichtiger. Deswegen öffne ich jetzt sofort. Ups, ist zwar etwas hochwertiger, aber eben nicht ganz hochwertig, aber ihr wisst es ja. Und wie gesagt, wenn ihr die Lego Nexonize sammelt, wie vollständig ist eure Sammelmappe? Würde mich echt interessieren. Hm? Schönes Motiv. Dritte Tütchen schon und ihr seht es schon. Ist da wieder keine Ultra, aber ein schönes Motiv. Aber wichtiger für mich ist es im Moment wirklich, dass ich meine Sammelmappe voll kriege, dass ich mich endlich mal mehr um was anderes kümmern kann. Und eine Ultra. Richtig cool, schon mal was richtig Hochwertiges gefunden. Da schaue ich auch sofort gleich nach, ob ich sie habe. Weil ab und zu, dann lege ich sie an eine Seite, dann vergesse ich das, dann mache ich das meistens über ersten Tag später, aber diesmal werde ich mir die Sammelmappe sofort eine zur Brust nehmen. So, und das ist es nun. Das letzte Boostertütchen aus meinem Multipack Lego Nexonize Serie 2. Mit der limitierten Karte LE10. Oh, das Boostertütchen ist aber lilahaftig. So, und jetzt seid ihr wieder gefragt. Wie findet ihr die Serie 2? Sammelt ihr sie selber? Und wenn ja, wie vollständig ist eure Sammelmappe? Ansonsten war es das mal wieder. Dann sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.